Hi, das ist die zweite Folge von Dom's Real World. Ich bin Dom, ich bin Querschnitt seit 2012 und Entwickler und Tester bei Fossara. Und in der heutigen Folge soll es um Sitzen im Rollstuhl und das richtige Anschieben des Rollstuhls gehen. Also, los geht's nach dem Intro. Ungefähr so saß ich nach meinem Unfall im Rollstuhl. Und an meinem zappelnden Fuß seht ihr schon das erste Problem, was diese Sitzposition mit sich brachte. Weitere Probleme waren Schmerzen in der Wirbelsäule, in den Schultern, Druckstellenprobleme am Steißbein und eine zunehmende Spitzfußproblematik, was mich dazu gebracht hat, mich mit ergonomischen Sitzen zu befassen. Nach Absprache mit meinen Therapeuten und verschiedenen Einstellungsänderungen am Rollstuhl sitze ich jetzt so. Was ich falsch gemacht habe: Füße zu weit fahren, Arsch zu weit fahren, Lehne zu hoch. Also mein erster Tipp: Füße zurück. Dadurch, dass man die Füße zurückzieht, kippt das Becken etwas mehr nach vorn und man sitzt automatisch aufrechter. Außerdem bleibt man mit den Füßen weniger irgendwo hängen, wenn sie nicht so weit vorne rausstehen. Bei mir ist es auch noch ein Vorteil für die Spastik und der Spitzfußproblematik wird mit dieser Fußposition entgegengewirkt. Zweiter Tipp: Arsch zurück. Man sollte ganz nach hinten an die Lehne rutschen, um möglichst aufrecht zu sitzen. Dadurch ergibt sich auch die größte Sitzfläche und damit die beste Druckverteilung auf dem Sitzkissen. Hierzu ist es auch noch interessant, wie die Rückenlehne eingestellt ist. Wie ich meine Lehne eingestellt habe, seht ihr hier. Ich habe hier eine Kuhle im unteren Bereich und dann geht die Lehne nach vorne, um die Lendenwirbelsäule etwas zu unterstützen. Das kennt man ja von ergonomischen Schreibtischstühlen. Außerdem würde ich die Lehne immer so niedrig einstellen, wie es möglich ist, um möglichst aktiv zu sitzen und möglichst viel Muskulatur, soweit vorhanden, noch beim Sitzen zu aktivieren. So konnte ich jedenfalls einen großen Teil meiner Probleme beseitigen. Bis auf Handgelenks- und Schulterschmerzen. Das lag wohl am Anschieben. Schauen wir uns das Anschieben genauer an. Beim Anschieben des Rollstuhls über die Greifringe neigen viele zu einer starken Innenrotation der Schulter. Das macht Probleme an der Schulter selbst, am Handgelenk und man macht einen Buckel dadurch. Eher sollte man versuchen, die Ellenbogen nah am Körper zu führen und die Schultern hinten zu lassen. Also, das waren die Basistipps zum richtigen Sitzen und Anschieben des Rollstuhls. Versucht mal darauf zu achten, wie ihr im Alltag sitzt und anschiebt und schaut, ob ihr daran vielleicht was verbessern könnt. Ich würde mich freuen, wenn das Video dem einen oder anderen weiterhilft. Ihr könnt gern eure Erfahrungen, Anregungen für neue Videos oder weitere Tipps in die Kommentare posten. Natürlich freue ich mich auch über ein Like oder, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, über ein Abo. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Real World.